Der Werfener Hochthron ist mit einer Höhe von 2363 Meter der dritthöchste und wohl einer der markantesten Berge im Tennengebirge. Er ragt am Südrand des weitläufigen Karstplateaus auf und bricht nach allen Seiten mit beeindruckenden steilen Felswänden ab. Deshalb ist er auch einer der bekanntesten und beliebtesten Berge für Kletterer im Tennengebirge. Beachtlich ist der große Höhenunterschied zwischen Gipfel und Werfen im Tal der Salzach, welcher rund 1800 Meter beträgt. Das Panorama vom Gipfelkreuz ist umfassend und erlaubt einen Blick über den gesamten Pongau und zum gegenüber aufragenden Hochkönig. Der Werfener Hochthron zählt zu den anspruchsvollsten Gipfeln im Tennengebirge und kann nur durch Kletterei erreicht werden. Die Normalroute führt über den Südgrat auf den Gipfel und bewegt sich im Schwierigkeitsgrad 3-. Sie ist markiert und an zwei Stellen durch Seile erleichtert, aber nur von erfahrenen Bergsteigern mit Trittsicherheit, Schwindelfreiheit und Klettergewandtheit begehbar. Ihr seht hier den Aufstieg über den Normalweg, somit den Südgrat, und den Abstieg über die Nordseite. Viel Spaß mit dieser besonderen Tour im Salzburger Land. Servus, grüß euch, Habet Jere und Bergheil vom Werfner Hochthron im wunderschönen Salzachtal im Pongau. Was machen wir heute? Ich habe vor kurzem bereits ein Video veröffentlicht. Alpinklettern im einfachen Gelände, und da machen wir heute eine zweite Tour. Wir gehen auf dem Werfner Hochthron über den Südgrat rauf, das ist der Normalweg 2+, und nachher gehen wir über die Nordseite runter. Das ist auch ein 2er Gelände, da liegt allerdings Schnee drinnen. Keine Sorge, ich habe Steigeisen dabei, ich muss mir das anschauen, ob ich es anziehe oder nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß, kommt mit bei dieser Tour auf dem Werfner Hochthron im wunderschönen Salzachtal. Einfach ein Traum, oder? Juhu! Gebührenpflichtiger Parkplatz in Unterholz, 2 Euro. Einfach da ein Katerl nehmen, 2 Euro einlegen. Und Katerl ins Auto rein, nicht mehr Richtung Werfner Hütten, Hochthron gar nicht angeschrieben. Rückblick ins Salzachtal, kurz vor Sonnenaufgang. Bombastische Stimmung. Da vorne sehen wir unser Zühlhörzern erstmals. Sonnenaufgang jetzt um 7.15 Uhr. Wolkenloser, wunderschöner, klarer Tag. Man könnte meinen, es bleibt den ganzen Tag so schön. Es ist auch windstill, aber das ist die Ruhe vor dem Sturm. Gegen Mittag ist eine Front gemeldet, die von Nordwesten einzieht. Und ich bin schon gespannt, ob wir da nachher später noch was sehen werden. Herrlich, herrlich. Fieberhändl. Da vorne, falls ihr seht, ist die Thronleiter. Wenn alles passt, gehen wir da runter. Wir gehen da heute zur Viere. Hinter mir ist jetzt der Abzweiger gewesen ins Throntal. Also da kommen wir noch runter, und vor mir geht es am Steig um mit zur Werfner Hütten. Jetzt da. Ah, ich mag die Morgenstimmung, die ist einfach immer ein Traum. Da vorne ist jetzt die Werfner Hütten, gerade wieder verschwunden, nicht weit. Und wir gehen noch da über den Grat rauf. Da unten ist jetzt der Steig um zur Werfner Hütten, das ist da drüben. Ich bin da Kerzen gerade rauf. Wenn ihr da nicht herfindet, einfach zur Werfner Hütten gehen. Hinten oben ist jetzt mittlerweile sogar der Steig ummarkiert zum Hochthron. Viel besser wie das letzte Mal, wie ich da war. Und da vorne ist schon ganz markant, da ist der Einstieg. Normalaufstieg, Südgrat. Ich bin ja auch schon oft gefragt worden, was ist ich, was trinke ich bei solchen Touren. Man sieht mich so selten, jetzt filme ich das einmal schnell. Ja, ich habe heute einen Liter Tee mit, mehr brauche ich nicht, den werde ich wahrscheinlich auch gar nicht brauchen.
Und so in so Pausen, wo ich mir, wie ich jetzt gerade den Steinschlaghelm aufsetze, da esse ich nachher immer einen Müsli-Riegel mit Nüssen und trinke halt ein bisschen einen Tee dazu. Was erwartet euch jetzt da auf? Kraxelei im Schrofengelände, größtenteils fest, aber es ist auch viel Bruch dabei. Die Schwierigkeit auf ist maximal 2+. Das letzte Mal, wie ich da war, ist bei der Schlüsselstelle ein Seil eingehängt gewesen und der Quergang ist eben mit einem Stahlseil versichert gewesen. Schauen wir mal, wie das jetzt dann sich gestaltet. Ich trinke jetzt noch den Tee und dann geht's los. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir starten jetzt dann los. Ich werde viel aus der Hand filmen. Gut markiert da auf, wirklich mit Pfeile. Aber man sieht auch der Schotter. Das ist so ein Grund, warum ich da immer den Steinschlaghelm auf habe. Da kann von oben jederzeit was daherkommen. Ja, ihr hört es. Man kann den Steinschlag da wirklich nicht gänzlich vermeiden. Aufpassen ist angesagt. Das war jetzt einmal gleich die erste kurze Schlüsselstelle. Wer da schon ein Problem hat, sollte gleich umdrehen. Aber vorher noch mal die Aussicht genießen. Bei uns geht es jetzt da weiter und dann auf die Hinterseite um. Man sieht da jetzt einen guten Unterschied zwischen der warmen Südseite und der schattigen West- bzw. Nordseite. Da wo die Sonne schon einmal reinkommt, ist gleich kälter, Schnee liegt da. Da wird wahrscheinlich auf der Nordseite beim Abstieg auch was liegen. Und seit dem letzten Schneefall haben wir nur Gamsspuren. Das ist jetzt das Drahtseil versicherte Stickerl. Ja, ob man den trauen kann, muss jeder selber für sich entscheiden. Auf jeden Fall, da ist ziemlich abgespeckt. Und da vorne geht es jetzt hinauf, das ist dann die Schlüsselstelle. Und dann durchs Schrofengelände auf den Gipfel. Ich hoffe, die Helmkamera-Einstellung passt. Schreibt es mir gerne ein in die Kommentare. Da haben wir auch ein Seil reingespannt. Das macht relativ viel Sinn, weil es da doch abgespeckt ist.
das da hinter mir ist jetzt die Schlüsselstelle. Da ist nach wie vor das Fixseil drinnen. Da kann man aber auch da rechts durch die Schrofen aufkraxeln oder auch natürlich frei dadurch. Ich werde wahrscheinlich wie immer rechts vorbei auf. Schauen wir mal. Alles überprüfen, ob das sehr fest ist und hält. Angenehme Kraxelei, maximal zweiter Schwierigkeitsgrad. Er ist locker. Ja, und da kommst du auf den steilen Schluf. Jetzt geht es da wieder durch. Einfache Kraxelei. Falls ihr das seht, jetzt geht es da raus. Jetzt hast du da oben ein bisschen ausgesetzt. So schön durchmarkiert. Dann da durch. Wieder eine kurze Schrofenpassage, ganz einfache Kraxelei. Da ist jetzt wieder so eine kleine psychische ausgesetzte Schlüsselstelle, die aber auch wieder nicht schwer ist. Und schon bist du da herum. Jetzt ist viel steiles Gehgelände bis zum Gipfel. Jetzt geht es da noch oben und dann da oben ist ja schon das Gipfelkreuz.
Weil das Wetter ist gerade voll trügerisch. Ihr dürft es gar nicht glauben. Wunderschön ist es da, aber es ist schon bereits arschkalt. Es ist jetzt an 5 Grad schon kälter geworden fast. Da hinten draußen in der Ferne sieht man schon die Wolken, die Front kommt. Und das heißt, ich habe jetzt nicht mehr viel Zeit. Ich gehe jetzt an oben auf den Nordseitner. Vorerst probiere ich es einmal steigeisenfrei und gegebenenfalls tue ich es mir einfach raus. Richtiger Pulverschnee da sogar. Gefährlich, gefährlich. Ziemlich rutschig der Schnee. Und mal werde ich es dann gleich mal mit Steigeisen machen. Also da oben ist der Gipfel. Gleich noch ein paar Meter habe ich die Steigeisen angezogen. Die ist einfach viel sicherer. Das Gelände da oben, im Übrigen, ein paar Zwarerstühlen sind drei. Das meiste ist extrem steiles Gehgelände, alles Absturzgelände und viel 1er Meterei, so wie jetzt da auch gerade. Aber da seht ihr es eh, es ist markiert und da geht es runter ins Throntal. Informativ für euch auch, ich bin die Überschreitung schon einige Male gegangen. Ich habe sogar schon einmal bei ziemlich viel Schnee gemacht, gibt es aber kein Video, das heißt, ich weiß ganz genau, auf was ich mich da einlasse. Macht sowas bitte nicht nach, wenn ihr die Routen nicht kennt. Ganz betrogene Verhältnisse, nur ein bisschen Schnee auf die Felsen drauf. Spricht aber nichts dagegen, dass ich das jetzt dann mache. Plan B, auf dem Gipfel wieder retour und fahren runter. Ja, alles so halb so wild. Steigeisen nochmal überprüfen. Sind fest, da oben. Kein Schneebrett gefahren. Schneegurt noch. Aber drunter Bike, der Kreis ist schon da, wie ihn der Lukas hergezeigt hat. So.
Keine Ahnung, wie wild das auf der Kamera ausschaut, darum kommentiere ich das jetzt da. Das ist alles aktuell nur ausgesetztes Gehgelände. Aber mit den Steigeisen sehr zum Aufpassen, mit dem Hänger bleiben. So da. Da finden Sie sogar alte Stapfspuren. Jawohl, gleich haben wir es geschafft. Jetzt geht es nur noch da gerade vier und dann retour das Throntal. So, da, jetzt da noch raus und dann sind wir safe. Also man sieht jetzt da vorne, die Front kommt immer näher. Das ist jetzt ein paar Mal in die Berchtesgadener Alpen angekommen. Da herum bei mir ist windstill, aber das ist wie gesagt wirklich die Ruhe vor dem Sturm. Bin mir ziemlich sicher, wenn ich unten beim Auto bin, sollte man dann einiges an Wolken sehen. Und wenn ich draußen in Salzburg bin, pisst es wie die Sau. Das ist jetzt das Throntal, das geht da vorne bis zur Thronleiter und da hinten ist dann die Edelweißerhütte. Da geht es auch da vorne aufs Raucheck. Das ist der höchste Gipfel im Tennengebirge. Wir gehen jetzt dann über die Thronleiter runter. Herrlich, ein Traum. Ja, und da durch die Nordseiten sind wir runtergekommen. Ende des Throntals, da geht es jetzt ein bisschen seilversichert dahin und nachher gleich zur Thronleiter, zur berühmt-berüchtigten. Wow. Alles ganz einfach da oben. A, B. Vielleicht sogar nur A, keine Ahnung. Man muss echt aufpassen, was da hält. Und da ist jetzt die berühmt-berüchtigte Thronleiter.
Wenn es viel Schnee hat im Winter, kannst du da sogar mit den Ski runterfahren. Ah, schaut einmal, Stand ist auch noch da. Ja, jetzt gehen wir auf jeden Fall da oben. Ja, schon steil da oben. Da hängt die Wand davon. Scharf. Herrlich, herrlich ist da. Jetzt werde ich mir noch eine Tee gönnen und nachher gehe ich runter, wo ich herkomme, Parkplatz Unterholz. Normaler Wanderweg. Jetzt seht ihr schon, die Front ist jetzt nicht schon da. Also, die ist schon über dem Hagengebirge. Eineinhalb Stunden bin ich noch am Gipfel gesessen und wolkenlos ist gewesen. Da oben. Ja, so viel zum Thema, wenn eine Front einzieht. Also es geht nichts über gute Tourenplanung, oder? Wie ihr seht, bin ich wieder gut angekommen beim Parkplatz. Und jetzt mache ich dem Auto herinnen gleich das Resümee. Zur Überschreitung Weifner Hochthron. Also, wie gesagt, jetzt ein Kim Wintereinbruch. Es wird noch anspruchsvoller auf der Nordseiten. Lawinensituation muss man auch beachten. Von daher macht es erst nächstes Jahr im Frühjahr, wenn der Schnee weg ist. Südseitig ist er oft schon ja, Mitte Mai oder so weg. Nordseitig hält er sich natürlich entsprechend länger, Mitte, Ende Juni. Ansonsten, ja, ideale Tour, das freie Klettern im zweiten Schwierigkeitsgrad zu perfektionieren. Zum Sichern gibt es eigentlich da keine Möglichkeiten. Abstieg nordseitig ist halt echt extrem steil. Man muss auch auf die lockeren Steine und auf den Steinschlag insbesondere muss man auch aufpassen. Ich setze mir immer einen Helm auf, nicht nur wenn andere Leute unterwegs sind, selbstverständlich auch, so wie es heute der Fall war. Wenn ich allein unterwegs bin, es kann sein, dass ein Gamps oberhalb ist, es kann sein, dass irgendwas ausbricht. Und dann hat man einfach einen Helm auf. Insgesamt vom Parkplatz da beim Morek unterhalb herunten sind es ein bisschen mehr als 1300 Höhenmeter die Tour. Und ja, ich denke mal so 5 bis 6 Stunden braucht jetzt ein durchschnittlich trainierter Bergsteiger für diese Tour. Bessere Leute natürlich dementsprechend schneller. Wenn ihr Fragen habt, unten rein ins Kommentarfeld. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Und wer in Zukunft nichts mehr verpassen will, Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren, kriegt ihr Erinnerung, wenn das nächste Video online geht. Und wenn ihr im Vorfeld bereits Zugriff drauf haben wollt, schaut einmal Kanalmitglied werden unten. Da könnt ihr diese Videos in Zukunft im Vorfeld bereits werbefrei anschauen, bevor das die Videos veröffentlicht werden. In dem Sinn, bleibt geil, bis zum nächsten Mal. Ciao. Pfiat euch.